Moin Sportsfreunde, euer Görki am Start und zwar heute mal ein Thema, was jeder kennt, aber bevor ich darauf eingehe, abonnieren, Glocke aktivieren, mal einen Kommentar schreiben, Support ist kein Mord und das Thema ist folgendes. Die Leute unterhalten sich über ihren Ernährungsplan, über ihren Trainingsplan und dann bin ich da im Gym und nehme mir die Nachbarn, die unterhalten sich auch über ihren Trainingsplan. Dann geht es ja los, ah hier, ja, der ist ja hier, was weiß ich, ein ektomorpher Typ und deswegen hat er da bla und dann beim nächsten sind sie wieder am Handy dran. Und in der Zeit oder auch dieses Gefühl, dass du trainierst, du wartest auf ein Gerät, an eine Maschine, wo du dran möchtest. Und dann bin ich aber so, ich warte dann, ich gehe dann zur nächsten Maschine und dann habe ich 2 oder 3 Übungen gemacht und die Person sitzt immer noch am Beinstrecker. Und dann denke ich, really? Wer sitzt denn immer noch am Beinstrecker? Heute geht es ja um das Thema, welche 10 Punkte du während des Trainings definitiv vermeiden solltest. Also diese 10 Fehler solltest du nicht machen, weil am Ende bringt ja nicht der perfekte Trainingsplan und der Ernährungsplan was, wenn du einfach nicht effektiv trainierst. Wie trainiert man effektiv? Was musst du vermeiden? Darum geht's heute. Punkt 1, sozial sein. Liebe Sportsfreunde, ihr seid im Training oder im Fitnessstudio zum Pumpen, zum Trainieren, zum Durchziehen, nicht zum Quatschen. Ich als YouTuber werde auch gerne mal so angesprochen, erwidere das auch gerne und sage, hey, hallo. Aber dann damals, McGurky, ja, ich kenne seit 10 Jahren deine Videos. Finde ich cool, aber das lenkt einen ab. Und ne, genauso auch andere Gespräche, wenn ihr übers Wochenende quatscht und so weiter. Mein Tipp, Kopfhörer rein, aggressiv gucken, wie so ein Hund, der seinen Knochen sucht, sucht ihr die Hanteln. Und wenn ihr schon böse guckt, dann sprecht euch keiner an, das ist auch gar nicht böse gemeint. Ihr wollt trainieren, effektiv trainieren. Wenn man sich einmal verquatscht, ist man raus. Lasst es. Ja? Gespräche haben nichts im Fitnessstudio zu tun. Das macht man davor oder danach, aber nicht während des Trainings. Jo, Leute, Punkt Nummer 2, das Ding hier. So, ne? Muss man nicht viel zu sagen. Handy beim Training. Ich muss auch sagen, ey, ja, ich mache auch manchmal so eine Story von der Übung, damit ich euch zeige, wie ich trainiere. Aber eigentlich ist es scheiße. Ich selber merke, dass ich aber auch damals im YouTube-Game so Vlogs beim Training gemacht. Ich mache schon seit langem keine Trainingsvideos mehr aus dem Gym, weil einfach mein Training komplett drunter leidet. Es gibt ja die ganzen Bodybuilder und Fitness-YouTuber, aber ich frage mich immer, Alter, du zeigst das zwar, aber du trainierst ja gar nicht effektiv, wenn du das filmst. Das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend versucht, nicht zu filmen, nicht am Handy zu sein, höchstens für die Musik. Ne, Knüppels in die Ohren, fertig, Handy weg, hat da nichts zu suchen. Der dritte Punkt, und zwar ist es ein großes Thema, auf Geräte oder Übungen warten, auf Maschinen, auf dem Rack warten. Ey, Leute, wie ich kriege einen Rappel, ich mache mal eine Übung irgendwo und dann steht einer mit dem Handtuch daneben und wie viele Sätze machst du noch? Dann sage ich ja 3 oder 4. Okay, so, dann mache ich meine Übung, bin mal Fokus, mache den ersten Satz fertig, steht er immer noch mit dem Handtuch oder sitzt quasi neben dem Gerät auf einem anderen und wartet und guckt mich so an. Ich denke mal, Digga, Alter, mach doch einfach eine andere Übung, eine ähnliche Übung. So, ne? Wenn ich tatsächlich eine Übung vorhabe und da ist jetzt jemand am Beinstrecker oder so und da gibt es nur diesen einen Beinstrecker, ja, mal drauf gekackt, dann mache ich einfach Bulgarian Split Squats, mache Ausfallschritte. Es ist das Schlimmste, wenn du wartest und dann irgendwie auch noch 10 Minuten so irgendwie auf so eine Maschine wartest. Und ich hasse es auch selber, es gibt diese Leute, die übernachten quasi an der Maschine. Ne? Es gibt dann Leute, wo ich dann auch sage, zum Glück habe ich nicht gewartet, weil in der Zeit, wo er an dem Gerät ist, habe ich 3 Übungen gemacht und habe 15 Minuten investiert in ein effektives Training, wo du vielleicht anfängst zu warten. Ich sehe es immer bei vielen Anfängern, weil viele haben mal so einen Trainingsplan vorgegeben und dann wissen sie vielleicht auch nicht, welche Übungen sie alternativ machen können. Aber informiert euch da, warten auf eine Maschine im Training ist das Dümmste, wirklich das Dümmste. Lasst es, improvisiert, macht was anderes. Effektives Training ist das Wichtigste. Nächster Punkt, abgelenkt sein. Nicht nur mit dem Handy, sondern ich kenne tatsächlich auch Leute, vor allem so Typen, die sind nur am Gaffen. Da ist immer eine Lady, die hat einen knackigen Po in der Hose und dann sind die wirklich da und versuchen, Gespräche aufzubauen und so. Leute, Alter, ihr seid zum Trainieren im Fitnessstudio und die Frau, die will auch dort trainieren. Die wartet eigentlich nicht darauf, dass du sie ansprichst. Erstmal, das ist der erste Punkt. Und dann natürlich auch Dinge aus dem Alltag mit ins Gym nehmen. Für mich ist das Gym abschalten, vom Alltag wegkommen. Versucht den Stress aus der Familie, das Private, auch den Berufsstress nicht mit reinzunehmen. Versucht auch nicht an Termine davor, danach zu denken, was noch zu erledigen ist. Versucht diese Stunde Training komplett abzuschalten, euch nicht abzulenken, zu fokussieren. Das ist ganz wichtig. Nehmt das wirklich als Auszeit vom Alltag. Ne? So funktioniert es am besten.
Nächster Punkt ist die falsche Technik aufgrund von Ego. Das sehe ich sehr, sehr viel, dass viele sich so ein bisschen profilieren im Fitnessstudio, auch jüngere Leute, die dann immer so ein bisschen nach links und rechts gucken, was macht der andere. Und man möchte dann nicht so irgendwie untergehen. Das heißt, man versucht einfach mehr Gewicht drauf zu packen, kennt ja jeder, als man wahrscheinlich kann, macht dann auch weniger Wiederholungen, als sie eigentlich effektiv wären. Und darunter ja, leidet die Technik. Also es ist nicht nur ein Verletzungsrisiko, sondern in der Regel muss ich immer denken, wenn ich die jungen Leute sehe, die einfach versuchen, mehr Gewicht zu bewegen, obwohl die Technik scheiße ist, dass man macht sich eigentlich zum Affen. Ganz ehrlich, ich muss eigentlich immer lachen und ich denke mir, Alter, der merkt nicht, dass er sich gerade übel zum Affen macht, dann mit Schwung irgendwie. Ne? Und ich sehe das auch manchmal so, ne? Aus dem Augenwinkel, so dann gucken die auch noch so ein bisschen rüber, so von wegen, ob man sieht, was sie schaffen. Kennt jeder solche Chaoten, die dann im Gym versuchen, so ein bisschen sich zu profilieren? Leute, es macht keinen Sinn, achtet auf euch. Immer dieses auf andere Leute gucken im Gym, was macht der, wie gut sieht der aus, das macht euch kaputt, das ist völliger Blödsinn. Macht euer Ding, scheiß drauf, was andere denken, was andere sehen, was andere bewegen. Das macht keinen Sinn. Nächster Punkt, sich über andere lustig machen. Das hat einfach im Fitnessstudio überhaupt nichts zu suchen. Ich habe mal eine kleine Anekdote, ich habe mal im Fitnessstudio in Mannheim gewohnt, da sind von AOK so adipöse Leute reingekommen zum Trainieren und die haben sich geschämt, durch den Vordereingang zu gehen. Die mussten durch den Hintereingang, weil es Leute gab, die sich darüber lustig gemacht haben. Das geht gar nicht. Jemand, der ins Fitnessstudio geht, egal wo er steht, Anfänger, dick, dünn, wie auch immer. Es gibt ja Leute, die müssen zunehmen, manche müssen abnehmen. Dass sie da sind, hat Respekt verdient, weil sie haben sich dafür entschieden, was zu verändern. Und das hat vollsten Respekt verdient. Ne? Es ist immer noch besser, als zu Hause zu bleiben und nicht hinzugehen. Und dementsprechend unterstützt Leute, die Unterstützung brauchen, unterstützt Leute, die ihr Leben ändern wollen. Macht euch nicht drüber lustig. Ja? Jeder hat eine andere Story. Du kennst nicht die Geschichte von jemandem, wieso er so aussieht, welche Probleme er in seinem Leben hatte, dass er an diesem Punkt ist. Und es ist immer eine Chance, die jemand hat, wenn er sich da reinstellt ins Fitnessstudio, was verändern möchte. Und diese Chance muss unterstützt werden. Nächster Punkt, auch sehr entscheidend, und ich glaube auch, das macht einen Unterschied beim Training, ist die falsche Bekleidung. Leute, die einfach unbequem, unvorteilhaft bekleidet sind. Leute, die die falschen Schuhe vor allem haben und damit Kniebeugen machen oder Kreuzheben, ne? So, wie so eine Wackelsohle. Ne? Immer natürlich eine feste und eine flache Sohle bei Übungen, dass man auch kein Verletzungsrisiko hat. Aber auch Leute, die... Was ich zum Beispiel schon mal nicht verstehen kann, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Solche dicken Kopfhörer, wo man übelst am Schwitzen ist, dann noch die Taschen voll mit Handy und Schlüssel und dann rennen sie auf ein Laufband mit den falschen Schuhen. Versteht ihr so? Ich finde, die richtige Kleidung macht schon sehr viel aus, ob man sich wohlfühlt beim Training, ob man ein gutes Training hat und ob man auch keinen Ballast hat. Also ich mag das zum Beispiel nicht, so viel an mir dran zu haben. Viele haben dann so eine, ist vielleicht auch eine Typensache, aber... Guckt wirklich drauf, dass ihr A, die Performance eher durch die Kleidung steigert und nicht, dass sie dadurch behindert wird. Und das ist natürlich ein Fall bei den falschen Schuhen, bei so einer Schlabberbuchse, bla. Versucht, dass ihr wirklich ein gutes Gefühl beim Training habt. Und ich finde, die richtige Kleidung trägt definitiv dazu bei. Nächster Punkt, abgelenkt sein. Das resultiert natürlich aus den Punkten davor, wie abgelenkt sein, Smartphone in der Hand haben, auf Geräte warten. Ich sehe Leute... Also es gibt wirklich, ich gehe in manche Fitnessstudios und es sind Leute gefühlt immer da, wenn ich komme. Das heißt, es kann auch nicht sein, zu verschiedenen Zeiten sind bestimmte Leute immer da. Ich denke mir, trainiert er den ganzen Tag? Scheinbar ja. Kennt ihr auch diese Leute, die immer, egal zu welcher Uhrzeit, so, es gibt Leute, die verbringen einfach wirklich 2-3 Stunden am Stück im Fitnessstudio, weil sie sich dann verquatschen, dann fangen sie wieder an, dann machen sie wieder ein bisschen Laufband, machen sie hier, machen sie wieder da. So, erstmal A, null effektiv. B, wenn ihr euch aufwärmt und danach wieder kalt seid. C, der Pump ist komplett weg, die Muskeldurchblutung funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Versorgung beim Training macht gar keinen Sinn mehr. Und dann D, Cortisol. Das heißt, ne, ihr schüttet katabole Hormone aus. Das heißt, der Muskelaufbau wird dadurch ja nicht gefördert, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, versucht doch effektiv, euch eine Zeit vor Augen zu halten. Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht noch Warm-up, Cool-down, maximal. Aber wenn es effektiv ist mit dem Cardio 2 Stunden, dann ist Feierabend. Alles andere ist Bullshit, das ist Rumgeeier, Rumgehampel. Das ist Eier, das macht keinen Sinn. Hört auf, macht ein effektives, kurzes, knackiges Training, aber verbringt nicht eure komplette Freizeit da. Sucht euch eine Freundin, ganz ehrlich. Okay, ein sehr lustiger Punkt, es ist kein Scherz, Essen. Es gibt Leute, wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, so, ne, dass man so nicht unbedingt vor dem Training essen sollte wegen der Verdauung. Nach dem Training, anaboles Fenster gibt es auch nicht. Ich hoffe, das wisst ihr so. Es reicht, wenn ihr innerhalb der ersten 3 Stunden nach dem Training was zu euch nehmt. Ihr müsst nicht irgendeinen Shake danach nehmen. Aber jetzt kommt es, es gibt Leute, und das ist kein Scherz, die essen während des Trainings. Ich sag euch, ich hab's mal gesehen, dass in McFit einer einen Magerquark gelöffelt hat während des Trainings. Oder auch diese Milchshakes, kennt ihr auch diese Milchproteinshakes, während des Trainings getrunken habt. Leute, während des Trainings ist es
Und drumherum, immer am allerbesten, wenn ihr nüchtern seid, weil ein Riesenproblem haben wir. Eine Verdauung während des Trainings raubt uns Energie, führt dazu, dass wir einen Blähbauch bekommen, uns unwohl fühlen. Ihr habt in der Regel, wenn ihr um das Training und vor allem während des Trainings was zu euch nimmt und futtert, immer ein schlechtes Training. Der Fokus geht komplett verloren. Dementsprechend lasst es bitte essen um das Training herum und vor allem während des Trainings. Größer Bullshit, definitiv. Der letzte Punkt, den kann man nochmal aufgreifen, ist vielleicht nicht für jeden zutreffend, aber das Thema ohne Trainingspartner trainieren. Tue ich auch. Ich trainiere ewig, ich trainiere am liebsten ohne Trainingspartner. Für mich im Fokus werden viele von euch auch. Aber gerade bei Anfängern macht es definitiv Sinn, jemanden dabei zu haben. Nicht nur, dass jemand die Technik kontrolliert, sondern B, in Notfallsituationen auch mal ein bisschen helfen kann. Und ich sehe es, ich habe es wirklich gestern noch mitbekommen, dass jemand das Gewicht beim Bankdrücken nicht mal hochgekriegt hat. Und dann hing er unter der Stange und dann konnte dann noch einer eingreifen so ein bisschen. Und ich habe es auch vor kurzem wieder, dass einer irgendwie, ne, das kennen wir auch dann, dieses Ding, dieses typische, du belädst eine Hantelstange auf der einen Seite und dann kippt das rum und das ganze Fitnessstudio rastet aus, weil einer so übelsten Krach macht. Als Anfänger, ne, so achtet ein bisschen drauf, guckt vielleicht, dass jemand dabei ist, euch erstmal ein bisschen anleitet, vor allem, wenn ihr anfangt, so höhere Gewichte mal zu benutzen. Ganz, ganz wichtig. Und ich sehe es auch oft, dass viele Leute ein Gewicht nehmen, was sie gar nicht handeln können. Das heißt, wenn ihr am Ende der Ausführung euer Gewicht gefühlt auf den Boden werfen müsst, es fallen lasst, ich sage mir immer so, wer das Gewicht am Ende knallen lässt, der hat zu viel Gewicht genommen. Ganz ehrlich, wenn du das Gewicht nicht kontrollieren kannst irgendwie, ne? Klar, Maximalgewicht kann mal passieren, aber Leute, es ist einfach asozial, das Gewicht hinzuwerfen, bla. Nehmt doch ein Gewicht, was ihr kontrollieren könnt. Wenn ich mit 60er Kurzhanteln drücke, dann stehe ich danach auf und lege das in den Ständer und lass das nicht knallen. Und wenn ich dann irgendwelche gefühlte Ochsen sehe, die 30 Kilo links und rechts fallen lassen beim Kurzhandel drücken, dann ist es einfach nur asozial. Ne? Dementsprechend achtet darauf, einfach mal vernünftig euch verhalten im Gym und dann vielleicht einen Trainingspartner, wenn ihr es wirklich nicht schafft, die 30 Kilo hochzudrücken, dass jemand dahinter ist und euch die abnimmt. So, das ist ganz wichtig, finde ich. Auch ein bisschen sozial da in der Hinsicht sein, nicht, dass ihr euch verquatscht, sondern dass jemand auch da supportet. So, das waren mal 10 Punkte, liebe Sportsfreunde. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch am meisten tangiert, also welcher Punkt trifft auf euch zu, der euch am meisten vielleicht ablenkt oder die Effektivität im Training nimmt und vielleicht findet ihr auch noch einen Punkt, der hinzuzufügen ist. Schreibt es rein. Ich würde mich freuen über ein bisschen Aktivität hier. Euer Görki ist raus. Ciao.